Also, Aliens töten und Züge bauen. Ja, klingt gut. Wobei Züge bauen erstmal Aliens töten voraussetzt. Und das sind so viele. Aber wir haben hoffentlich gleich neues Spielzeug, den passt da schon. Also du geh bitte erstmal in die Ecke. Ja, du musst dich neu aufladen, das ist okay. Wollen wir die billigen Schilde hier auch noch mit reinhauen? Weiß ja nicht. Komm, der Platz ist sonst verschwendet, ne? So. Dann eine neue Solarzelle. Kommt dahin. Also wir müssen auf jeden Fall am Tag das machen. Das heißt, wir werden jetzt diesen Tag erstmal noch aussitzen, weil ich nicht weiß, wie lange noch dauert. Wir werden hier ein bisschen optimieren. Und dann am nächsten Tag, wenn ich wirklich sehe, dass es Tag wird, was teilweise problematisch ist, dahin, dann gehen wir los und töten irgendwas. Erstmal eine Kleinigkeit und dann Schritt für Schritt mehr. Munition haben wir noch genug. Das wird jetzt schon dunkel, okay. Also war eine gute Entscheidung, hier zu bleiben. Nachtsicht brauchen wir nicht, so ein Personal Laser Ding. Das müssen wir auch noch testen. Wir wissen nicht, wie stark die Türme sind und ob sie überhaupt genauso funktionieren. Weil das Rot irritiert mich doch ganz schön. Ich weiß nicht, ob das... Ne. Ob man nur einen Turm davon haben darf oder nicht. Oder was es damit auf sich hat. Und eigentlich brauchen wir einen Fusionsreaktor, um genug Strom zu produzieren. Aber das sind 100 blaue Chips. Und dafür bräuchten wir mehr grüne Chips. Für grüne Chips brauchten wir mehr Kupfer. Und Kupfer... Da oben ist Kupfer. Ich guck mal ganz kurz. Obwohl, Kupfererz hatten wir, ne? 740. Es wird mehr. Also brauchen wir eigentlich nur Schmelzöfen. Für Schmelzöfen brauchten wir Stein. Stein haben wir nicht. Also ja. Ich habe irgendwo wieder irgendwas aufgebaut. Aber ich glaube, das wurde so eingestellt, dass es Mauern herstellen soll. Oh, warte mal. Ich nehme hier einen Stack Fuel Blocks mit, falls man wieder mit Autos rumheizt. So. Stein, Stein, Stein. Nein, hier ist Kohle. Hier sind zu viele Röhren. Da ist Eisen und es ist viel zu dunkel. Ja. Öl hier. Genau hier. So. Also. Das bauen wir mal ein wenig um. Du hättest... Oh, Follower-Roboter 3. Das sind diese Kapseln, ne? Nee, ich will nicht die Kapseln. Ich will lieber... Diese Personal Defense-Geschichte. Laser Turret Damage Upgrade 1? Was? Willst du mir jetzt nicht sagen, dass ich keinen... Die Laser Turret... Die habe ich nie aufgestuft. Nee, komm, da muss irgendwas beim Patchen viel falsch gelaufen sein. Ja, das sofort erforschen. Chop, chop. Komisch, komisch. Okay, also du hättest gerne Steine. Du machst daraus Ziegel. Die Ziegel werden sofort hierher gebracht. Das will ich nicht. Weg, weg, weg. Ich hätte gerne eine Passive Provider Chest dazwischen. Diese Passive Provider Chest liefert also Ziegel ans System. Dich begrenzen wir gleich mal auf 2 Stacks. So, dann kommt dahinter die Fabrik von eben. Die stellt Ziegel her, Mauern her. Nimmt das dann raus und legt es in noch eine neue Kiste. So, die ebenfalls begrenzt wird. Wenn wir gleich... Warum steht da noch eine Kiste mitten in der Pampa rum? Komm mit. Also, wenn wir gleich irgendwo wieder Steine herbekommen... Werden daraus Ziegel gemacht, hier reingelegt, sofort rausgenommen, hier reingelegt. Mauern werden hergestellt. Sobald hier dann 100 Mauer sind, stauen sich die Ziegel in der Fabrik, bleiben hier drin liegen, stauen sich hier, bis beide Slots voll sind, bleiben liegen, also sind für das System zugänglich. Sobald das System das braucht, kann es sie rausnehmen. Staut sich hier und es werden dann hier... Wie haben wir eingestellt? Ja, ja, gleich. Dann stauen sich hier 100 Steine. Okay, wir hatten Steine hier unten. Das heißt, sobald oben die 100 Mauerstücke da sind, die 100 Ziegel da sind, die 100 Steine da sind, hören hier die Dinger auf zu arbeiten. So spare ich wieder ein bisschen Strom, damit nicht alles durchgehend läuft. Also wir hätten
Wir hätten gerne Strom. Dass wir immer noch so viele Hinterwäldlergebiete haben, wo nicht ordentlich Stromversorgung ist. Da. Zack. Okay. Du? Ein Ding reicht schon fast, oder? Ich denke schon. Die ganzen Fließbänder können ja noch weg. Also ja, theoretisch reicht eins, aber ich kenne mich doch. Ich vergesse das, wie der wohl alles ist. Deswegen baue ich es gleich so hin, dass selbst wenn ich es vergesse, hier noch genug ist. Okay, das heißt, wir bekommen Steine, wir bekommen Mauern, wir bekommen Ziegel. Nicht in der Reihenfolge, aber ja. Das heißt, ich habe gleich demnächst irgendwann, wenn ich sie dann mal anfordern würde, keine roten Engines mehr, sondern stinknormale Ziegel. 10 Stück, 100 Stück. Ja, die hätte ich gerne für mehr Furnaces, damit ich das ganze Kupferzeug verbraten kann. Und wir sind inzwischen auf 900 und steigend. Das ist gut und schlecht. Also schlecht, weil es sich staut. Und gut, weil wir es haben. Und schlecht eigentlich, weil es bestimmt immer noch nicht genug ist. Wenn ich jetzt noch 2 Furnaces bauen würde, dann würde es wieder ein Abwärtstrend sein. Das heißt, wir brauchen wirklich das da. Oder das da. Das da ist irgendwie sympathischer. Muss ich keine Aliens wieder töten. So, Chips fliegen mir hinterher, aber das sind nur grün, ist okay. Oh, hier ist schon fast Ende im Gelände. Du bau mal das eine Ding da noch ab. Das, ja, komm mal mit. Kann ich alles hier unten einsortieren? Rein da. Also ich werde jetzt nach oben links gehen, werde gucken, ob der Roboport, der da ist, noch das Kupferfeld erreicht. Aber ich glaube, der Gerogon der Vergangenheit war da schon recht geschickt in der Positionierung. Das wurde einmal zerstört und dann wieder aufgebaut. Und dann war es absichtlich so, dass das Feld noch mit drin war. Ich weiß, ich hatte es so positioniert, dass irgendwas noch mit drin war. Ja, aber nicht das Feld. Okay. Dann hätten wir gerne einfach nur Strom da oben. So, kleines Loch in die Mauer. Kann ja nicht schief gehen und so. Ja, und hier ist viel zu viel Zeug. Weg. Ist das wenigstens noch im grünen Bereich der Roboter? Ja, ist es. Okay. Zerstören. Da. Oh, apropos Hotkey-Leiste. Da gab es schon seit längerem einen Tipp, den ich nun nie wahrgenommen habe. Wenn man mittlere Maustaste auf so ein Feld macht, dann wird es blau hinterlegt und quasi gelockt. Also abgeschlossen. Das heißt, man kann da nichts anderes reintun. Und selbst wenn man alle rausnimmt, ist immer noch ein Bild davon da. Das heißt, man hat hier immer die Sachen. Das heißt, sie werden immer da einsortiert, was irre praktisch ist. Das hätte ich gerne auch noch für die 3 Kistenarten. Mittlere Maustaste, mittlere Maustaste, mittlere Maustaste. Das hätte ich gerne noch für die anderen wichtigen Ärmchen. Das hätte ich gerne hierfür. Chips nicht, nö. Nachtsichtgerichte, nö. Mauern. Mauern wären schon praktisch. Ärmchen sind auch okay. Ja, das machen wir dann später mit dem Rest. Aber das ist schon mal sehr praktisch. Und du, zerstör bitte hier die Landschaft. Ich will hier arbeiten können. So, müssen gleich die ganzen Arbeiter kommen. Dann brauche ich Stromversorgung. Da. Einmal darüber. Das heißt, es werden jetzt höchstwahrscheinlich Beißer kommen. Eventuell provoziere ich auch deren Angriff jetzt dadurch, dass ich hier noch mehr baue, weil sich denn hier noch mehr Smog ausbreitet. Aber ich gucke einfach mal. Weil so teuer sind die Poles ja auch nicht. Die Drills glaube ich auch nicht. Ich kann hier gar nichts sehen. Oh, Lampen bauen, genau. Oh, und Lampen in die Hotkey-Leiste packen, das stimmt auch. Komm mal mit. Wo sind die Lampen? Oh, da sind die Lampen mit der Maustaste. Unten drunter, unten drunter, unten drunter. Und die Drills muss ich auch noch bauen. Sagen wir mal 5 Stück, das dürfte auf jeden Fall reichen. So. Oh, passive Kisten möchte ich dann auch noch brauchen. Bitte auch nochmal 5 Stück. Und dann haut das hin. Ah, gar nicht 5 passive Kisten. Wir müssen ja das Ganze mit Fließbändern abtransportieren, weil hier kein Roboport ist.
Ich könnte hier noch einen Roboport hin... Oh, ich habe sogar noch Ressourcen für einen Roboport. Moment mal, warum sagt ihr mir, ich habe genug Ressourcen für einen Roboport, obwohl ich nur 44 im Inventar habe? Was ist... Achso, dann baut einfach den letzten roten Chip selber. Ja, okay. Nee, komm. Ich weiß, wir wollen möglichst alles mit Robotern machen. Und ich brauche immer eine neue Pickaxe. Aber ich habe jetzt keine Lust, noch einen Roboport zu bauen, nur für diese eine Friemelecke hier. Das heißt, wir hätten gerne mehr Strom. So. Dann hätten wir gerne dich. Da, dich da. Dich da, dich da. Das kann erstmal warten. Du. Hoch. Hoch. Hier runter. Obwohl, warte, mach das mal. Mach das mal möglichst aufwendig und umständlich. Sonst wäre es ja langweilig. So. Nein, das war nicht geplant. Ich wollte es nur nicht hier mittendurch haben, weil hier müssen ja später auch noch diese Mining-Dinger hin. So, und dann gehst du da runter und da gehst du bitte unterirdisch. Haben wir schon länger nicht mehr gebaut. Zwei, sehr gut. Du raus, du rein. Ich hau mich hier einfach durch. So, und das ziehen wir jetzt runter bis in den Bereich, wo auch die Roboter noch arbeiten. Was hoffentlich gleich der Fall sein sollte. Ja, einfach nach rechts ziehen, okay. Weg, weg, weg. Knick. So, ist das in seinem Gebiet? Ja, ist es. Okay. Dann hätten wir gerne passive Kisten. Eins, zwei. Zwei werden reichen. Und dann brauchen wir schnelle Ärmchen, die wir gerade nicht bauen können. Hey. Okay, dann erstmal. Oh, und kein Strom. Naja, Fließbänder. Ich habe es nicht vermisst, von denen weggeschoben zu werden. So, blaue Chips kommen geflogen, rote Chips kommen geflogen. Ich brauche eigentlich nur grüne. Ich brauche Eisenplatten. Jungs. Ah, da kommen Eisenplatten, okay. Zahnräder. Sehr gut. Mehr Zeug, gib mir mehr Zeug. Die brauchen ja erstmal 10, 20 Sekunden, um zu wissen, aha, unser Herr und Meister, Schrägstrich, eigentlich unser Sklave, ist jetzt in unserem Einzugsgebiet. Dann könnten wir mal losfliegen. Warten wir mal ganz kurz, ob er auch wirklich in der Nähe unseres Einzugsgebiets bleibt. Und dann fliegen wir erst los und dann kommen sie angeflogen. Und bestücken uns sie so recht schnell, das ist super. Aber gut, zwei Stück davon sollten reichen. Dann müssen wir gucken, wo sich das hier oben gerade staut. Das wird irgendeine Ecke gewesen sein. Ja, da hinten. Nee. Loch. Hier. So. Da ist Jux und Dollerei. Da nochmal einen hin. Und Mauer wieder zu. Dadurch haben wir jetzt noch mehr Kupfererz im System. Was wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen, weil wir erst die Furnace bauen wollen. Aber ich denke mal, es zahlt sich so aus. Weil jetzt können wir gleich 3, 4 von denen bauen, wenn wir dann irgendwann mal Steine bekommen. Und dann kriegen wir so mehr Kupferplatten. Ah, da kommt ein Stein angeflogen. Das heißt, die 100 Mauern sind fertig? Fragezeichen? Ich laufe einfach mal runter zum neuen System. Haben wir hier vielleicht noch welche? Bestimmt. Nee. Eine Logistikkiste für eine Stahlkiste. Das ist komisch.